Wir schauen auf das Hochwasser hier in Deutschland ganz aktuell. Und das bringt Betroffene und Helfer jetzt an ihre Grenzen. Der Feuerwehrverband fordert ein 10 Milliarden Sonderprogramm des Bundes. Das soll zur Vorsorge verwendet werden. Zum Beispiel für Pumpsysteme, geländegängige Fahrzeuge und Füllmaschinen für Sandsäcke. In Sachsen-Anhalt helfen ab heute außerdem rund 200 Bundeswehrsoldaten, um Deiche zu stabilisieren. Dieter Heise über die aktuelle Lage. Lagebesprechung der Bundeswehr in Sangerhausen. Der Kreis Mansfeld-Südharz hat die Truppe angefordert zur Unterstützung im Kampf gegen die Wassermassen. Es ist der erste Einsatz der Bundeswehr in dieser Hochwasserlage. Wir sind jetzt hier aktuell im Bereich zur Sandsackbefüllung, zur Verbringung der Sandsack und der Sandsäcke und vor allen Dingen auch im Bereich der Stärkung der Dämme. Noch trockenen Fußes werden die rund 200 Mann eingewiesen in das, was sie hier erwartet. Der Landkreis ist froh über die Hilfe. Es gibt nicht nur Einsatzkräfte, also Manpower, sondern es gibt auch Spezialtechnik, Erfahrungen und Einsatzgerät, was nur die Bundeswehr zur Verfügung stellen kann. Und in der Situation mit sehr aufgeweichten Wegen und Dämmen, teilweise gesperrten Straßen, braucht man auch eine gewisse Technik, braucht man ein gewisses Know-how und das hat die Bundeswehr. Deshalb haben sich die Soldaten auch in dieser Halle auf einen mehrtägigen Einsatz vorbereitet. Auf Feldbetten werden sie hier in Sachsen-Anhalt die nächsten Nächte kampieren. In Nordrhein-Westfalen machte sich Ministerpräsident Wüst am Vormittag ein Bild der Lage und betonte die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes. Wir sehen gerade hier auch, wie wichtig es ist, Deiche in Schuss zu halten. Wir werden, und das ist ziemlich sicher, immer wieder Starkregenereignisse, auch Hochwasserereignisse sehen, auch häufiger als früher. Deswegen ist wichtig, dass wir flott vorankommen, schneller vorankommen, auch bisher. Hochwassergefahr ebenfalls an mehreren Flüssen im Norden und Osten Bayerns. So ist die Fränkische Saale hier in Bad Kissingen weit über die Ufer getreten. Rund um den Kurgarten ist hier Land unter. Und im niedersächsischen Ahlden ist es kalt, eiskalt, als die Taucher am Abend ins Wasser steigen. Doch der Damm ist durchweicht. Bei der Kontrolle haben die Einsatzkräfte erste Risse und Wasserblasen entdeckt. Deshalb legen sie die Böschung nun mit Folie aus und beschweren sie mit Sandsäcken, um den Damm zu stabilisieren. Denn wenn der Damm hier bricht, überfluten die Wassermassen die nahegelegene Siedlung. Die Folge eine, wie es heißt, große Evakuierungslage, um die Menschen aus dem Gefahrengebiet zu bringen. Der Einsatz bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Herausforderung. Es ist sehr anstrengende Arbeit, gerade die Sandsäcke, weil die wiegen doch schon 20 Kilo, wenn sie trocken sind und wenn sie nass sind, halt auch mehr. Dementsprechend müssen die Taucher auch schnell durchgetauscht werden, weil das Wasser vielleicht maximal 4 Grad ist. Wir haben im Augenblick Außentemperaturen von 2 Grad, es wird immer kälter die Nacht. Also die sollten schon schnell durchgetaucht werden, dass sie nicht lange im Wasser stehen und frieren. Um sich wieder aufzuwärmen, steht ein Wärmezelt bereit. Hier gibt es für die Einsatzkräfte auch warme Speisen und Getränke. Denn sie müssen bei Kräften bleiben, liegen doch noch unzählige Sandsäcke bereit, um verbaut zu werden. Sie sind mit Hilfe der Anwohner befüllt worden. Und auch aus den umliegenden Ortschaften werden weitere Sandsäcke angeliefert. So, wir schauen zu Anna-Marleen Hove in Lilienthal bei Bremen. Anna-Marleen, wann werden die Bewohner natürlich sagen, wann sinken die Pegel endlich? Wie erlebst du heute die aktuelle Situation? Also man muss ganz klar sagen, es gibt ein leichtes Aufatmen und das hat man hier vor Ort den zahlreichen Einsatzkräften zu verdanken, die hier wirklich die ganze Nacht durchgeschuftet haben, um das zu erreichen, was wir jetzt hier sehen können. Denn wir standen hier gestern Abend und diese komplette Fläche war mit Wasser bedeckt, stand komplett über Wasser, unter Wasser, war geflutet und das große Projekt, was anstand, war ganz da hinten einen Damm zu errichten mit Big Packs und einem Damm da hinten, den sie aufgeschüttet haben, um das Wasser eben zurückzuhalten und erstmal da hinten in dem Waldstück aufstauen zu können, damit das erstmal von den Häusern fern bleibt. Unter anderem wurden dann hier noch die Pumpen verlegt, die das überflüssige Wasser in den angrenzenden Fluss wieder rüber pumpen. Und das sieht man ja jetzt, was das schon für Fortschritte hier gegeben hat, diese ganze Wiese hier schon mal frei zu machen rund um den Schützenverein. Die Bewohner, die hatten sich ziemlich gesorgt. Wir können uns das hier vorne mal in der Anwohnerstraße gleich anschauen, denn hier das komplette Gebiet, dieses komplette Wohngebiet
stand tatsächlich unter Wasser. Die Bewohner waren an ihren Kapazitätsgrenzen. Wir sind heute bei Tag 12 des Hochwassers. Das heißt Tag 12, wo die Menschen hier ohne Strom, ohne warmes Wasser, ohne Gas in ihren Häusern ausharren müssen und sich ewig im Kreis drehen, weil sie versuchen, die Keller immer wieder leer zu pumpen, das Wasser jedes Mal wieder aber neu reinsteigt, weil eben, das hast du eben kurz angesprochen, die Pegel immer weiter oben bleiben, die Pegel nicht sinken können und dadurch auch das Grundwasser weiter stabil oben bleibt. Und das führt natürlich dazu, dass man sich hier tatsächlich im Kreis dreht. Erste Fortschritte sind heute sichtbar. Der Deutsche Wetterdienst, der hat auch Entwarnung gegeben. Es soll keine Unwetter geben. Der Regen soll aufhören. Die einzige Befürchtung, und das ist die neue Befürchtung, ist jetzt der Frost, der wohl am Wochenende einsetzen soll. Marlene, ganz herzlichen Dank. Und von Lilienthal schauen wir weiter zu Lutz Stordel. Er ist für uns in Sangerhausen, wo seit heute Mittag im Landkreis erstmals rund 200 Zeit- und Berufssoldaten dann auch wirklich persönlich und direkt im Kampf gegen das Hochwasser helfen. Wie genau, Lutz, und wie funktioniert das bis jetzt? Es ist so, dass der Landrat einfach die Bundeswehr um Hilfe gebeten hatte und ursprünglich war geplant, dass dieser Einsatz am kommenden Montag beginnen sollte. Jetzt ist es so, dass die Bundeswehr schneller zu Potte gekommen ist, eine gute Sache, und im Prinzip jetzt mit dem Einsatz beginnt. Bei mir ist Oberst Mario. Können Sie uns mal kurz erklären, was macht die Bundeswehr jetzt konkret hier? Wir sind also dabei, einen Deich auf etwa 2 Kilometer Länge zu stabilisieren. Das heißt, hier müssen Sandsäcke vor Ort gebracht werden, weil das mit schwerem Gerät, also geländegängigen Fahrzeugen, weil der Boden schon sehr aufgeweicht ist. Der Deich ist aufgeweicht und hier werden jetzt Sandsäcke verbaut, um den Deich zu stabilisieren. Das bedeutet also, es ist wirklich eine Arbeit der Bundeswehr, die jetzt andere Kräfte so nicht leisten könnten? Der Vorteil ist, dass wir die entsprechenden Fahrzeuge haben, um die Sandsäcke vor Ort zu bekommen. Ansonsten sind es landwirtschaftliche Fahrzeuge gewesen im Vorfeld, aber in kleineren Umfang. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir die Manpower haben. Wir haben also jetzt wirklich hier um die 200 Leute am Deich, die mithelfen. Wo kommt die her? Was erleben Sie in der Bevölkerung für Reaktionen? Also Bundeswehr im Inneren ist ja theoretisch immer eine komplizierte Geschichte, aber hier unausweichlich aus Ihrer Sicht, oder? Wir kommen in der Regel wirklich erst dann, wenn die zivilen Hilfskräfte wirklich nicht mehr können. Und wir haben eine sehr lange Lage hier. Die Sache geht ja jetzt schon seit Weihnachten. Die zivilen Einsatzkräfte sind erschöpft und wir leisten hier wirklich Not am Mann. Schönen Dank erstmal. Ja, das ist eben wirklich so. Es geht nicht nur darum, jetzt noch mit mehr Kräften tätig zu sein, sondern die, die bislang eben hier seit Weihnachten unterwegs waren, die sind eben auch am Ende ihrer Kräfte. Das ist ganz einfach so. Wir haben ja seit Weihnachten berichtet, da haben Menschen mit Beginn Heiligabend im Prinzip die Nächte durchgearbeitet und dass jetzt eben die professionelle Unterstützung kommt, das ist eben eine große Hilfe. Wie lange der Einsatz geht, das wird davon abhängen, wie sich die Lage hier entwickelt. Im Moment geht der Pegel der Helme leicht zurück, also auch das eine vorsichtig positive Nachricht. Lutz, du bleibst mir noch kurz zugeschaltet, denn bei einem solchen Arbeitsaufwand für alle Beteiligten, sowohl die Menschen vor Ort als auch die Politiker, da liegen die Nerven manchmal blank. Ministerpräsident Rainer Haseloff, der hat nun allerdings herbe Kritik auf sich gezogen. Gestern bei seinem Besuch im Hochwasser hat er nämlich Folgendes gesagt. Ja, ich weiß nicht, ob man es ganz gut verstanden hat. Geh mal arbeiten, sagt er da, Lutz. Aber in welchem Kontext sind denn diese Worte gefallen? Du hast den Besuch ja gestern begleitet, auch für uns. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das waren gestern 5 Menschen, die permanent gebrüllt haben. Denen ging es nicht ums Hochwasser, es ging um Scholz, es ging um Politik, um alles Mögliche. Und das Ganze hatte aus meiner Sicht ein Level so ähnlich wie bei den Traktoren und dem Bundesumweltminister, also das ist bei Bundeswirtschaftsminister. Ja, das ist schwer zu ertragen und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann einer auch mal so aus der Haut fährt, dann ist es mir persönlich lieber, als wenn Scholz dann durch die Gegend läuft und so tut, als hört er es gar nicht. Also da ist Rainer Haseloff einfach auch ein Mensch, der mal emotional reagiert, ob das nun flätig oder unpassend war in seiner Reaktion. Es war für ihn halt Nerven die ganze Zeit von immer nur denselben
3 bis 5 Leuten beschimpft zu werden, die sich für diese Hochwassersituation überhaupt nicht interessiert haben. In diesem Kontext sollte man das Ganze, glaube ich, einordnen. Lutz, ganz herzlichen Dank für die Erläuterung dieser Situation, dass wir das auch alle nachempfinden können. Danke für den Moment nach Sangerhausen.